Ich heiße Judith Gadatsch und mache eine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Florian Fairhoff und ich mache ebenfalls eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Ich durchlaufe verschiedene Abteilungen. Derzeit bin ich im Vertrieb tätig, wo ich Kundenanforderungen entgegennehme, diese an die Techniker weiterleite und dementsprechend dann ins Angebot entstelle und später dann den Auftrag. Also bei der Ausbildung durchläuft man mehrere Stationen. Ich bin momentan in der Auftragsbearbeitung. Da hat man mehr mit den Produkten der IT zu tun, weniger mit den Kunden. Und man liefert die Ware an den Kunden und bucht die Ware von den Lieferanten ein, bucht Rechnungen ein. Mir gefällt diese Verknüpfung gut zwischen IT und dem Kaufmännischen und dass man alle Abteilungen durchläuft und dass man auch relativ schnell, jetzt schon nach einem halben Jahr, sehr viel Verantwortung übernehmen darf. Also ich habe mich für die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann entschieden, da ich mich schon seit der Kindheit für die IT und für Computer und so weiter interessiert habe. Und das Kaufmännische dazu ist mir auch sehr recht.